Wie wir ja nun wissen, hat jetzt Marvel offiziell die Phase 4 bestätigt. Auf der San Diego Comic-Con, Kevin Feige, der Präsident von Marvel Studios, hat aber dann einfach mal auf dem Panel natürlich und nochmal im Interview mit MTV die Bombe platzen lassen. Ja Leute, was geht? Hier ist nochmal Dennis und am Start und ja, wer das letzte Video gesehen hat, die Phase 4, da wurden unter anderem natürlich geile Filme präsentiert und Serien wie natürlich The Eternals, ein Thor 4, Love and Thunder, dann natürlich bis hin zu What If, alles mögliche dabei und Blade. Leute, wirklich, kam aber das Ding raus, dass er auf dem Panel noch gesagt hatte, weil sie nicht mehr so viel Zeit haben, dass natürlich ein Captain Marvel 2 rauskommen wird, ein natürlich die Guardians of the Galaxy 3 werden rauskommen und so weiter. Also da wird noch genug Stuff sein für die nächsten wahrscheinlich 10 Jahre, wie er das angedeutet hatte. Es wurden ja erstmal überhaupt die 2 Jahre erstmal gezeigt, was überhaupt kommen wird. Und was macht er einfach in einem Interview mit MTV? Er lässt einfach stumpf die Bombe platzen. Have you guys thought about, like, do you know what the next Avengers team looks like? Yes. And it will be a very different team than we've seen before. That's what Endgame was all about. So, das war ein kurzer Einblick in dieses Interview. Also er hat selber gesagt, himself, ne? Mr. Kevin Feige, der Präsident von Marvel Studios, es wird auf die nächsten Jahre wird's einen neuen Avengers-Film geben. Die New Avengers werden sich bilden und natürlich ein großes Event, ein Major-Crossover wird entstehen. Ich denke mal, ich werde noch die nächsten Tage noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber seht jetzt noch mehr, was er noch in diesem Interview auch bestätigt. Are you already planting the seeds for the next crossover event, for if it's Secret Wars or what? Like, does Phase 4 start to plant the seeds for whatever we're gonna see? Yes, we've planned them out. We've got 5 years down the road. It will be a very different incarnation of the team with some people you've already met and some people you haven't met yet. So, wie ihr gerade den Interview ein bisschen folgen konntet, hat er ja gesagt, dass es wird ein sehr unterschiedliches Team sein, was sich da bilden wird. Definitiv wird es aber zu einem sehr großen Event auslaufen. Man vermutet ja so ein bisschen das Battle World. Ja, wie ihr aber wisst, natürlich große Superheldenkräfte zieht natürlich auch große Bösewichte an. Sei es vielleicht ein Galactus oder ein Kang, der Eroberer. Da ist einfach so viel möglich in diesem Bereich oder aber auf der Superheldenseite, dass wenn wirklich die Fantastischen Vier kommen, mit natürlich das Ding, die lebende Fackel, alles ist da möglich, wirklich Leute, alles ist da möglich, von den X-Men Wolverine einzuführen oder natürlich das Beast. Das war an den älteren Comics auch so, Luke Cage, Nova, man kann da einfach so viel Theorien aufstellen. Das würde ich einfach mal sagen, guckt euch die nächsten Videos bei mir hier an, lasst ein Abo hier, lasst ein Like hier und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.